Hallo. Willkommen bei Fernweh. Willkommen aus Australien. Vor kurzem standen wir vor der Frage, wie machen wir denn jetzt unsere Steuererklärung am besten? Und dann haben wir dazu erstmal recherchiert und wurden zuerst nicht so richtig fündig, haben nicht so richtig wirklich viel Hilfreiches gefunden zu den vielen Fragen, die wir hatten. Darum haben wir gedacht, da wir jetzt alles hinter uns haben, erfolgreich, ja. Wir machen da ein kleines Hilfevideo, das euch sehr leicht machen sollte, die Steuer hinter euch zu bringen. Ist wirklich kein großes Thema. Das euch vielleicht auch ein bisschen hilft, ja, das durchzukommen, was muss man machen. Vielleicht kommen euch folgende Fragen bekannt vor. Bekomme ich mein ganzes Geld zurück, meine ganzen Steuern oder nur einen Anteil? Oder manche haben sich überlegt, kann ich das alleine oder brauche ich einen Steuerberater? Genau. Und die nächste Frage wäre, was brauche ich alles dazu? Und wo kann ich es denn auf dem einfachsten und schnellsten Weg machen? Ja. Also, ich würde mal damit anfangen. Als allererstes würde ich sagen, ihr macht es online, weil es wirklich sehr einfach. Und ich kann euch auch beruhigen, jeder kann das alleine machen. Also, es ist überhaupt kein großer Act. Die einzige Barriere ist vielleicht ein bisschen die Sprache. Wenn man dann das formelle Englisch ein bisschen lesen muss, dann muss man sich ein bisschen reinlesen, auch mit Google Übersetzer und alles kann man sich das alles übersetzen. Sollte man aber auch gucken, dass man alles versteht und dass man alles richtig ausfüllt. Das ist vor allem wichtig, dass keine Rückfragen hinterher kommen. Dazu? Dazu müsst ihr euch erstmal bei MyGov einen Account kreieren, damit ihr quasi die Steuer machen könnt. Ja, genau. Also es ist MyGovernment, MyGov. Also das setze ich da unten in die Beschreibung rein. Dann macht ihr euch einen Account und wie schon Ramona richtig gesagt hat, und mit dem Account könnt ihr euch dann weiter auf der Textback-Seite, wo ich dann auch mal unten reinsetze, könnt ihr die Steuererklärung machen. Ihr müsst da vorher kurz, um den Account zu aktivieren, so telefonisch das kurz bestätigen mit ein paar Daten, so wie Geburtsdatum und so weiter. Und dann sollte das auch schon funktionieren. Also ihr bekommt alle eure Steuern zurück, im Regelfall. Also es hängt davon ab, wie viel ihr verdient habt. Und ich denke mal, wenn bei euch das Reisen im Vordergrund steht, wie bei den meisten Backpackern, dann seid ihr nicht über der Obergrenze. Also die Obergrenze liegt bei 18.200 Dollar. Also nagel mich nicht fest auf die 100, aber 18.000 irgendwas. Aber das steht ja alles auf der Seite. Und das ist natürlich euer Bruttoeinkommen. Also ihr habt dann, braucht ihr eure Payslips, am besten eure Zusammenfassung von allen euren Verdiensten, von eurem Arbeitgeber, steht unten seine Nummer dran, also die ABN, und eben wie viel ihr verdient habt. Und das müsst ihr dann alles in dem Schritt für Schritt Online Diagramm einfach einfügen, schreibt da einfach die Nummer rein, da steht ja alles auf der Gehaltsabrechnung und fügt quasi euren Verdienst ein, dann seht ihr ja, ob ihr drunter seid. Und im Prinzip müsst ihr da nur so ein paar Daten angeben. Und ja, ihr klickt euch das so durch. Natürlich alles genau durchlesen. Ja. Also wenn ihr was nicht versteht, übersetzen auf Google, weil es ist wichtig, dass ihr. Ja, das Problem ist, wenn ihr was falsch angibt, dann kann es halt ein bisschen Probleme geben. Haben wir jetzt schon gehört, aber ansonsten. Geht in die Library, macht es da, nehmt euch Zeit, dann genau. Geht es schon. Aber auf jeden Fall werdet ihr im Normalfall drunter sein, bekommt alles zurück. Es gibt noch eine verwirrende Sache, so ziemlich am Ende. Und das ist die, da fragen sie nach über Krankenkassenbeiträge. Und man muss quasi seine Tage eintragen, für wie viele Tage man Krankenkassenbeiträge zahlt und so weiter. Und vor allem diesen Bereich lest euch gut durch, das sind so kleine Hilfe-Infoboxen. Öffnet die und dann seht ihr immer, welche Nummer ihr, in welche Kategorie ihr fallt. Ich meine, das war 2 oder irgendwas, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber da ihr Reisende seid und eigentlich nicht hier wohnt, das hat aber auch nichts damit zu tun, auch wenn ihr Resident angeklickt habt, seid ihr es trotzdem nicht. Das steht da schön erklärt, also lest euch einfach so. Dann fallt ihr nicht in die Kategorie, das zahlen zu müssen. Also ist sehr verwirrend, ihr müsst ja trotzdem eure Tage reinschreiben, 90 und, oder je nachdem, bei uns sonst knapp 90 oder so. Yeah. Und dann am Ende zeigt es euch aber direkt unten drunter an, ja, ihr seid, ihr müsst es nicht zahlen, also ihr fallt da raus. Allgemein war ja jetzt auch noch mit der Entscheidung, ist ständig immer unklar gewesen, was ist jetzt, bekommen wir die Steuer jetzt eigentlich zurück oder nicht.
Also aktueller Stand, und wir haben jetzt September, ist es noch, dass sie es verlängert haben, die Entscheidung, also bis Dezember. Was wir jetzt wissen, also alles, was jetzt bis Dezember noch arbeitet, wo einen Stichtag im Dezember gibt, wo sie die Entscheidung einfach vertagt haben, bekommt ihr eure kompletten Steuern zurück. Das, wenn ihr unter den 18.000 seid. Ja. Wenn ihr über 18.200 seid, dann bekommt ihr es anteilsmäßig zurück. Je nachdem, wie viel ihr verdient habt, umso mehr Steuern müsst ihr dann zahlen. Ja, haben wir jetzt irgendwas vergessen zu beantworten? Ja, ich denke mal, ihr schafft es allein. Ja, also das kann man auf jeden Fall. Ist deutlich einfacher wie in Deutschland, würde ich sagen. Oh, ihr müsst wirklich nicht viel machen. Macht es online. Macht's online, ist wirklich einfach. Und ja, freut euch, weil es geht ziemlich schnell. Nach anderthalb Wochen oder so hat man schon das Geld zurück. Ja. Wunderbar, hat wunderbar funktioniert. Zwei Wochen ungefähr war es da. Dann wünschen wir euch viel Erfolg bei eurer Steuererklärung in Australien. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein paar andere Videos von unserem Blog noch verfolgen. Und bleibt uns. Ja, also, wenn ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt oder sonstiges, fühlt euch willkommen in den Kommentaren einfach nachzufragen. Ja. Und wir werden es mit Sicherheit beantworten. Danke, tschüss. Bye, bye.